Ja, meine Damen und Herren, wir mussten ein wenig improvisieren. Kurzfristig ist uns die musikalische Begleitung ausgefallen. Deshalb mussten wir auf dieses Mittel greifen. Aber ich denke, das ist auch ganz schön. Hannah Arendt, die als jüdische Theoretikerin und Publizistin von der Gestapo inhaftiert wurde, erklärte einmal: Das Böse kann die ganze Welt verwüsten, weil es wie ein Pilz an der Oberfläche weiterwuchert. Tief aber und radikal ist immer nur das Gute. Das Gute wirkt zum Glück tief und radikal hinein in die Gesellschaft, auch zu uns. Dazu tragen wir hier heute gemeinsam bei und dafür danke ich Ihnen. Ich begrüße Sie und euch herzlich zu unserer Gedenkveranstaltung hier am Polenkreuz und danke Ihnen, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Ganz besonders begrüßen möchte ich unsere stellvertretende Bürgermeisterin Susanne Kubat. Herzlich willkommen, schön, dass du hier bist. Dann möchte ich begrüßen den Pfarrer Jan Friedrich Eisenmann. Herr Eisenberg, schön, dass Sie hier sind und die Gedenkveranstaltung begleiten. Herr Berg von der Ederseeschule mit den beiden Schülerinnen, die jetzt auch eingetroffen sind. Das ist die Magdalena Schnatz und die Larissa Höhle. Schön, dass ihr hier seid und uns auch unterstützt. Dann begrüße ich den Vorsitzenden der Gemeindevertretung und einige Mitglieder des Gemeindevorstandes und der Gemeindevertretung. Und am Ende möchte ich einen ganz besonderen Gast begrüßen. Dass ich Sie am Ende meiner Begrüßung nenne, soll die Besonderheit herausstellen, dass Sie heute hier sind. Ich begrüße Herrn Attaché Jan Kschimowski und freue mich ganz außerordentlich, dass Sie uns heute mit Ihrer Anwesenheit hier bei unserer Gedenkfeier beehren. Das ist für uns etwas ganz Besonderes und wichtig. Seien Sie herzlich willkommen. Das Jahr 2022 ist weltpolitisch gesehen ein verheerendes Jahr, wo man immer noch oder besser gesagt wieder Kriege führt. Einen vernichtenden, von imperialistischen Machtgedanken geprägten Krieg an Europas Grenzen zwischen der Ukraine und Russland, der sich schnell zu einem Weltenbrand entwickeln kann und dessen weitreichende Folgen mit einer hohen Anzahl an Flüchtlingen, mit Rezession und Inflation hier bei uns deutlich zu spüren sind. Die Welt scheint nichts gelernt zu haben und sie macht mir Angst. In unserer Gesellschaft ist ein deutlicher Rechtsruck erkennbar. Ich habe Angst davor, dass nationalistisches Gedankengut wieder hoffähig wird. Die Rhetorik gegen alles Fremde ist bereits deutlich radikaler geworden. Was, wenn Russland mit seinem imperialistischen Machtstreben durchkommt? Wie geht es dann weiter? Sind dann Moldau und andere ehemalige sowjetische Republiken als nächstes dran? Was passiert im fernen Osten, wenn China Taiwan gewaltsam angreift? Ist dann ein Weltkrieg noch aufzuhalten? Deshalb ist das Innehalten am heutigen Tage umso wichtiger. Und ich danke Ihnen und euch, dass Sie heute hierher gekommen sind, um sich gemeinsam mit uns zu erinnern. Soweit zur Begrüßung. Ich hoffe, dass ich eben an alle gedacht habe. Fühlen Sie sich bitte alle hier herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Und das zeigt uns, dass dieses Gedenken Ihnen genauso wichtig ist wie uns. Wir beginnen nun mit Pfarrer Jan Friedrich Eisenberg und einer Andacht. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir sind hier an diesem denkwürdigen Platz versammelt, weil wir der schrecklichen Ereignisse gedenken, die hier vor 80 Jahren passiert sind. Wir werden im weiteren Verlauf der Veranstaltung noch mehr darüber erfahren. Hört Worte aus dem Alten Testament, hört Worte Israels aus Psalm 56. Gott sei mir gnädig, denn Menschen stellen mir nach. Täglich bekämpfen und bedrängen sie mich. Meine Feinde stellen mir täglich nach. Denn viele kämpfen gegen mich voll Hochmut. Wenn ich mich fürchte, so hoffe ich auf dich. Täglich fechten sie meine Sache an. Alle ihre Gedanken suchen mir Böses zu tun. Sie rotten sich zusammen, sie lauern und haben Acht auf meine Schritte, wie sie mir nach dem Leben trachten. Zähle die Tage meiner Flucht, sammle meine Tränen in deinen Krug. Ohne Zweifel, du Gott,
zählst sie. Wir halten inne zum Gebet. Allmächtiger Gott, Vater aller Menschen, du hast einen Frieden ohne Ende verheißen und eine neue Welt, in der Recht und Gerechtigkeit herrschen. Mach deine Verheißung wahr, schreite ein gegen Unrecht, erweise dich als der Gott, der Frieden will und Frieden schafft. Mit deinem Sohn und dem Heiligen Geist sei dir allein die Ehre in Ewigkeit. Amen. Liebe Anwesende, wir sind an diesem Ort versammelt, weil wir der Ereignisse vor 80 Jahren gedenken. Wir bringen in diese Andacht Namen von Menschen vor Gott. Nicht nur die Namen von Fritz Hamel und Nikolai Glusko, sondern zugleich auch die Namen der 6 jungen katholischen Christen aus Polen, die hier Opfer von Willkür und Gewalt wurden. Sühnemord, so wurde es immer wieder genannt, was am 19. Dezember 1942 hier passiert ist. Sühnemord. Allein schon der Ausdruck ist widerwärtig. Warum? Weil wir Christen um einen einzigen Sühnetod wissen, den es überhaupt gab. Jesus Christus, der am Kreuz starb. Und so stellen wir uns heute vor Gott. Nicht so, als ob wir heute schuld wären an dem, was damals geschah. Auch nicht so, als ob wir dafür verantwortlich wären, was damals geschah. Aber so, dass wir immer wieder wachsam sind für Dinge, für Situationen, für Geschehnisse, die nicht sein dürfen. Als Christen ist es unsere Aufgabe, für Nächstenliebe und Verständigung unter den Menschen einzutreten. Ebenso ist es unsere Aufgabe, für Frieden in der Welt einzutreten. Auch und gerade jetzt, wo die Weihnachtszeit vor der Tür steht. Denn Gottes Weihnachtsbotschaft an alle Menschen lautet: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. So bitten wir Gott um Kraft, seinen Frieden in die Welt weiterzutragen. Wir sammeln unsere Gedanken im Fürbittengebet. Herr, guter Gott, wir bitten dich. Zieh ein in unser Herz mit deinem Frieden und lass uns empfänglich werden für deine Liebe. Bewahre unser Herz davor, sich zu verhärten, und lass uns nicht bitter werden, sondern zeig uns auch heute noch die Zuversicht, die du uns in der Geburt deines Sohnes Jesus Christus an Weihnachten deutlich machst. Und mach uns zugleich bereit, deinen Frieden auch in die Welt zu tragen. Gib uns Kraft für diesen langen Weg und erhalte in uns die Sensibilität, gegen Unrecht aufzustehen und das Wort zu erheben, wann immer dies heutzutage nötig ist. Wecke unser Gewissen und lass uns nach Kräften eintreten gegen alle Gewalt und Hass. Schenke uns den tatkräftigen Glauben, Barmherzigkeit und Nächstenliebe zu üben, so wie Jesus sie uns vorgelebt hat. Und mit seinen Worten bete ich weiter. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Er segne und bewahre uns heute hier an diesem Ort und in der zukünftigen Zeit. Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Dessen wir uns erinnern, war der Herzhäuser Segelbergsbesitzer Fritz Hamel im Jahr 1942 50 Jahre alt. Er war Wachtmeister der Gendarmerie-Reserve und in dieser Funktion auch für seinen Heimatort Herzhausen zuständig. Er hatte am 22. November 1942 den Auftrag, den auf einem Bauernhof in Asel beschäftigten Polen Nikolai Kluschko, 27 Jahre alt, unter dem Verdacht der versuchten Brandstiftung nach Korbach ins Gefängnis zu bringen. Wenige hundert Meter vor Herzhausen, circa 200 Meter vor der Stelle, an dem bald darauf der Mord geschah, wurde Fritz Hamel mit seinen Gefangenen zum letzten Mal lebend von dem damaligen Stromaufseher Heinrich Schnell aus Schmidt-Lothheim
gesehen. Schnell hat, wie er später aussagte, den Hilfspolizisten Hamel darauf angesprochen, dass es doch leichtsinnig sei, den Gefangenen ohne Handschellen neben sich gehen zu lassen. Als die Häuser von Herzhausen in Sicht kamen, überwältigte Nikolai Kluschko den Polizisten und ermordete ihn mit dessen eigenen Seitengewehr. Er legte die Leiche des Mannes in einen Graben, nahm Koppel und Revolver an sich und flüchtete in die Wälder. In Herzhausen und Umgebung löste die Tat unter der Bevölkerung große Erschütterung aus, weil man den Mitbürger Hamel als ruhigen und besonnenen Mann geschätzt hat und weil offenbar gerade die Freizügigkeit, mit der er seinen Gefangenen auf den Transport behandelt hatte, ihm zu Verhängnis geworden war. In der Frankenberger Zeitung vom 24. November 1942 erschien unter der Überschrift Pole ermordete einen Polizisten ein kurzer Bericht über diese Tat mit folgendem Steckbrief. Der flüchtige Mörder, ein Pole, ist 1,69 groß, trägt grünliche Joppe, darunter Windjacke, schwarze Hosen und Klappmütze. Jeder Verdacht und jede Spur über den Verbleib des Mörders ist sofort der nächsten Polizeistelle zu melden. Aufgrund seiner Ortskenntnisse gelang es dem Geflohenen jedoch, sich in den Wäldern verborgen zu halten. Die Unruhe in der Bevölkerung wurde dadurch noch erhöht, dass bei nächtlichen Einbrüchen Gegenstände und Lebensmittel verschwanden, die sich vermutlich der flüchtige Mörder in sein Versteck geholt hatte. Ich habe jetzt schon mehrfach den feststehenden Rechtsbegriff Mörder verwandt. Ist Nikolai Kluschko ein Mörder? Ja, er hat Fritz Hamel getötet. Aber ist Kluschko deshalb ein Mörder? Jeder von uns weiß, dass er heute vor jedem Gericht in Deutschland sehr milde und ganz gewiss nicht als Mörder bestraft oder verurteilt würde. Nikolai Kluschko war als Zwangsarbeiter nach Deutschland gekommen. Wie er für die Zwangsarbeit rekrutiert wurde, wissen wir nicht. Der Zweite Weltkrieg, der zur Tatzeit seit etwa 3¼ Jahr wütete, veränderte das Leben von Millionen Menschen. Polen mit seiner Bevölkerung als erstes Opfer des Krieges hatte im Jahr 1942 seit über 3 Jahren unter Krieg, Ausbeutung, Unterdrückung und willkürlichen Terror zu leiden. Teile Polens wurden ins Reichsgebiet eingegliedert, der Rest als sogenanntes Generalgouvernement zu einer Art Kolonie herabgestuft. Hunderttausende Menschen wurden zur Zwangsarbeit im Reich, in der Rüstungsindustrie und in der Landwirtschaft herangezogen. Wir wissen, dass die deutsche Polizei polnische Dörfer und belebte Plätze in den Städten umstellte und alle, die keiner aus deutscher Sicht wichtigen Tätigkeit nachging, mussten nach Deutschland. Nikolai Kluschko war nicht freiwillig hier. Hier bei uns wurden polnische Arbeit in aller Regel so behandelt, wie es in der deutschen Regierung befohlen hatte und wie es die rassische Ideologie verlangte, als Untermenschen, als Menschen geringen Werts. So sollten wir auch die Situation Kluschkos sehen. Vielleicht hat er vorher Diebstähle begangen, aber er wird als Zwangsarbeiter zu den Ärmsten im Land gezählt haben und von vielen Einheimischen schlecht behandelt, sicher auch als Untermensch gedemütigt worden sein. Und als er von Fritz Hamel festgenommen und an den Herzhäuser Bahnhof gebracht wurde, wusste er sicherlich, was ihn erwartet. Bestenfalls ein Aufenthalt in einem Konzentrationslager wie Breitenau, dessen polnische Insassen leicht in eines der Vernichtungslager deportiert oder zum Zwecke der Vergeltung hingerichtet werden konnten. Ist es angesichts dessen nicht verständlich, dass er diesem Schicksal entgehen wollte? Und dann ist da Fritz Hamel, der freundliche, verständnisvolle 50-jährige Sägewerksbesitzer, wie er zeitgenössisch beschrieben wird. Er war aber andererseits auch Gendarmerie-Wachtmeister der Reserve, also jemand, der dem nationalsozialistischen Staat diente, ein Scherge des Regimes, dem vielleicht nicht bewusst war, dass dieser Staat verbrecherisch war, der für sich selbst mit Sicherheit annahm, das Richtige zu tun, der aber eben objektiv dem polnischen Zwangsarbeiter in erhebliche Gefahr, in Lebensgefahr brachte, wenn er ihn zum Zug nach Korbach und dann sicherlich auch zum dortigen Gefängnis bringen wollte.
Beide waren also Opfer und Täter zugleich. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen waren lange Zeit nicht erfolgreich und man konnte dem Täter nicht habhaft werden. Die Gestapo griff darauf zum Mittel der Abschreckung. Bestraft wurden nicht mehr der Täter, sondern Angehörige seines Volkes. So wurde der Tod von Fritz Hamel schicksalhaft für die 6 polnischen Gefangenen, die zur Abschreckung hier aufgehängt wurden. Sie wurden willkürlich ausgewählt und am 19. Dezember 1942, 5 Tage vor Weihnachten, nach Herzhausen transportiert und im Wald auf dem Knapp, hier wo heute das Polenkreuz steht, erhängt. Sämtliche polnischen Zwangsarbeiter der Umgebung hatten sich hier einzufinden. Es waren nach Augenzeugenberichten zwischen 100 und 200 Menschen und sie mussten nach der Ermordung ihrer Landsleute an den Opfern vorübergehen. Die SS zwang sie dabei, mit Schlägen und Kolbenstößen zu den Erhängten hochzuschauen. Die Erhängten waren Opfer einer bestialischen Rache- und Abschreckungspraxis. Sie wurden ohne Urteil, ohne Gerichtsverfahren, allein deswegen getötet, weil man ein Exempel statuieren wollte. Die 6 polnischen Opfer kamen alle aus dem Arbeitserziehungslager Breitenau, dessen Hauptzweck es war, ausländische Zwangsarbeiter, die sich dem Arbeitseinsatz widersetzt hatten, durch Misshandlungen, Terror und Schikanen für den bedingungslosen Arbeitseinsatz gefügig zu machen. Es sind noch viele weitere solcher Schauexekutionen bekannt, auch hier bei uns im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Ich erinnere hier nur an den 26. Oktober 1942. An diesem Tage wurden in Ellenrode bei Gemünden 2 polnische Zwangsarbeiter erhängt. Auch hier mussten die Zwangsarbeiter der umliegenden Ortschaften dem sinnlosen Geschehen zusehen. Ich möchte die Namen der Opfer, die hier an der Stelle ihr Leben gelassen haben, nennen. Sie werden im zweiten Teil der Veranstaltung noch näher vorgestellt. Anton Janicki, 18 Jahre alt. Kasimir Stefan, ebenfalls 18 Jahre alt. Jan Wojcik, 21 Jahre alt. Mieczysław Kolczynski, 24 Jahre alt. Marian Orlowski, 29 Jahre alt. Und Anton Czipli, der Älteste, mit 31 Jahren. Die willkürlich ausgesuchten Opfer waren wegen Verstößen gegen das sogenannte Zwangsarbeitergesetz inhaftiert. Einer der jüngsten, Anton Janicki, war von der NS-Justiz zum Tode verurteilt, weil er als sogenannter Eindeutschungswille ein Verhältnis zu einem polnischen Mädchen hatte. Die Vergeltungsmorde zeigen, wie sehr sich das Nazi-Regime bereits von den Grundzügen der Zivilisation westlicher Prägung und Tradition abgewandt hatte. Die Morde von Herzhausen haben nichts geändert. Nikolai Kluschko blieb bis weit in den Januar 1943 hinein flüchtig. 6 Menschen wurden jedoch ohne Richterspruch, ohne Verfahren, ohne Schuld umgebracht. Das erinnert an Blutrache, an archaische, vergangen geglaubte Zeiten. Mit Recht, mit Gerechtigkeit hatten diese Morde von Herzhausen nichts zu tun. Sie sind im gleichen Maße zutiefst abscheulich wie die millionenfachen Morde des zeitgleichen stalinistischen Terrors oder die heutigen Gräueltaten an Europas Grenzen, in der Ukraine und anderswo in der Welt. Die Leichen der vor 80 Jahren hingerichteten Polen wurden auf einem offenen LKW von Herzhausen nach Marburg in das Anatomische Institut der Universität gebracht. Die Geschehnisse hier bei Herzhausen sind aber noch nicht zu Ende erzählt. Das Töten geht weiter. Es dauerte noch einen weiteren Monat, bis schließlich Nikolai Kluschko gefasst wurde. Ortsansässige Waldarbeiter und Soldaten aus Fritzlar durchkämmten im Januar 1943 die an den See grenzenden Wälder und ein Habshäuser Waldarbeiter soll schließlich die Erdhöhle des Flüchtigen gegenüber der heutigen Jugendherberge Hohe Fahrt entdeckt haben. Als der Gesuchte auf mehrmalige Aufforderung aus dem Erdloch herauszukommen nicht reagiert habe, sei eine Handgranate in das Versteck geworfen, die den Mann verletzt, aber nicht getötet habe.
Laut Sterbeurkunde des Standesamtes Korbach starb Nikolai Kluschko am 19. Januar 1943 im dortigen Krankenhaus an einer Handgranatenverletzung. Nach einem Augenzeugenbericht soll sich Nikolai Kluschko zuvor in seinem Bunker mit der Dienstwaffe von Hamel selbst erschossen haben oder zumindest angeschossen haben. Soweit die Ereignisse in jenem Winter 1942-43 bei Herzhausen. Es geht uns heute, 80 Jahre danach, nicht darum, Schuld zu verteilen oder alte Wunden aufzureißen. Wir wissen aber leider, dass sich NS-Verbrechen wie hier in Herzhausen tausendfach ereignet haben. Deshalb hat das Mahnmal Polenkreuz einen besonderen zeitgeschichtlichen Wert. Es soll uns, die Generationen danach, ständig daran erinnern, dass sich in unserem Land Faschismus nicht wiederholen darf und dass wir alles tun müssen, um gemeinsam für den Frieden in der Welt zu arbeiten. Dankeschön. Ich darf das Grußwort ausrichten und möchte Sie alle zunächst einmal ganz herzlich hier begrüßen. Ein ganz besonderer Gruß richtet sich an den Vertreter des polnischen Generalkonsulats, Herrn Attaché Jan Klimowski. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wir gedenken heute der unschuldigen Opfer einer grausamen Zeit, eines grausamen Verbrechens, das damals vom Nazi-Regime vor 80 Jahren begangen wurde. Warum erinnern? Das ist doch alles vorbei und schon so lange her. So fragen viele, zum Teil auch jüngere Menschen, die gar keine Schuld oder Verantwortung für die damaligen Schandtaten haben. Warum also erinnern? Zum einen, denke ich, sind wir es den Opfern schuldig, denen wir dadurch die Ehre erweisen und ihre Würde wiederherstellen. Zum anderen sind wir die Generation, die die Verantwortung trägt für das, was heute geschieht. Und beim Blick in die Nachrichten sind totalitäre Herrschaftssysteme gar nicht weit weg. Und die Gräueltaten, die von staatlicher Seite her begangen werden, sind dieselben wie vor 80 Jahren. Willkürliche Verhaftungen und öffentliche Hinrichtungen von Staatskritikern im Iran, um die Menschen gefügig zu machen, sind nur ein Beispiel. Wir haben eine Szene von sogenannten Reichsbürgern in Deutschland, die unseren Staat stürzen will. Das ist unfassbar. Unsere Demokratie ist nicht perfekt. Es gibt zu Recht einiges zu beklagen. Aber sie ist immer noch die Staatsform, die beste Staatsform, die es gibt, und schützt uns durch unsere Verfassung, uns als Bürger und als Volk, vor der Willkür des Staates. Unsere Demokratie ist wertvoll und wir sollten sie wieder mehr wertschätzen und vor allem müssen wir sie schützen und verteidigen. In diesem Sinne ist Erinnern und Gedenken unerlässlich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Sehr geehrter Herr Pfarrer, Herr König und Herr Stadler, ich und vor allem sehr geehrte Damen und Herren Gemeinde Willen, ich freue mich sehr, dass ich heute. Okay. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier mit Ihnen bei dieser Gedenkveranstaltung dabei sein kann. Ich möchte mich bei dem Geschichtsverein Itter Hessenstein und der Förderkreis Synagoge in Wöhl bedanken für die Organisierung dieser Gedenkveranstaltung, die auch jetzt nicht das erste Mal stattfindet. Und ich möchte mich bei all Ihnen bedanken, die hier an dieser Gedenkveranstaltung teilnehmen. Die polnischen Verluste im Zweiten Weltkrieg gehören zu den größten aller Länder, die an dem Krieg teilgenommen haben. Fast 6 Millionen polnischer Staatsbürger haben im Zweiten Weltkrieg ihr Leben verloren. Darunter war die Hälfte jüdischer Abstammung. Über 2.100.000 polnischer Staatsbürger wurden zur Zwangsarbeit ins Ausland gebracht. Das sind nur Zahlen, das sind Statistiken, die uns jedoch nicht zeigen, die menschlichen Tragödien. Jedes dieser Personen, die im Krieg gestorben sind, die zur Zwangsarbeit gezwungen wurden.
Und ich möchte mich hier auch für die Worte von Herrn König besonders bedanken, weil sie den menschlichen Aspekt in die gebracht haben. Wenn wir über fast 6 Millionen Tote sprechen, ist es kaum vorzustellen, wie viele menschlichen Tragödien das waren. Unter anderem auch die von den hier Liegenden. Es waren Menschen, die nicht aus eigenem Willen hierher gekommen sind und hier auch geblieben sind. Fast jede polnische Familie hat Tote zu beklagen. Großväter, Großmütter. Und für uns Polen sind die Wunden immer noch ziemlich tief. Und darum möchte ich mich besonders bei Ihnen bedanken, die hier unsere Toten gedenken und auch zur deutsch-polnischen Versöhnung beiteilen. Heute im 21. Jahrhundert wütet wieder ein Krieg. Ein Krieg in Europa, etwas, was wir uns vor 20, 30 Jahren nicht vorstellen konnten. Ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg inmitten Europa. Es ist wichtig, die zu gedenken, die im Zweiten Weltkrieg gestorben sind, gefallen sind, um Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen. Leider wird dieser Fehler wieder wiederholt. Russland hat die Ukraine angegriffen, wo ich jetzt hier spreche, sterben Menschen in Europa. Ich hoffe, dass Sie die Ukraine mit Solidarität unterstützen, auch in kleinem Ausmaß, jeder so, wie er es kann, dass Sie europäische Solidarität zeigen und dass wir auch nicht vergessen, wozu Menschen fähig sein können und dass so etwas in der Zukunft doch nie wieder geschehen kann. Ich bedanke mich nochmal sehr herzlich. Ich hoffe, wir werden auch noch die Möglichkeit haben, später von den zwei Schülern, habe ich gehört, etwas Interessantes zu erfahren zu den Geschichten der Gemeinde Vöhl und der Zwangsarbeiter. Es sind sehr oft tragische Geschichten. Ich weiß, vor der Weihnachtszeit ist es etwas schwierig, solche Themen zu besprechen. Und daher nochmal mein großer Dank an Sie alle, dass Sie die Zeit gefunden haben, die Energie auch noch vor der Weihnachtszeit hier die 6 Personen aus Polen zu gedenken. Danke.